Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Habe ich jetzt die Tomaten geerntet und möchte die gerne haltbar machen. Und weil wir jetzt noch wegfahren, muss ich irgendwas mehr auf die Schnelle machen. Und ich mag gerne Tomaten einfrieren. Ich habe mein letztes kleines Beutelchen von letztes Jahr von den Tomaten. Das waren diese Buffalo Blade. Ich glaube, Sorte, ziemlich niedliche Sorte. Die sehen so gelb mit so einem orangen Streifchen. Habe ich die auf die Hälfte geschnitten und einfach auf ein Brettchen gelegt mit Schnittseite, angefroren, in Beutel gemacht und fertig. Und im Winter, wenn wir mal Pizza machen und so, lege die oben drauf, schnell. Und habe frische Tomaten, muss ich nicht kaufen. Und heute möchte ich euch auch noch zeigen, wie das ich alles mache. Als erstes werden wir jetzt Tomaten fermentieren. Zeige ich euch nur an einem kleinen Gläschen. Ich habe das Wasser abgekocht und abgekühlt. Jetzt gebe ich da Salz, 20%. Das heißt, auf 1 Liter Wasser 20 Gramm Salz. Salz bitte immer nicht iodierte. In meinem Fall nehme ich diese gerne Ursalz. So geben wir da rein und lassen wir es auflösen und werden wir erstmal unsere Gläschen voll machen. Erst kann man nur Tomate reinlegen und jetzt dann die Salzlake drüber machen und das war's. Aber kann man auch ein paar Gewürze reinmachen, was ich gerne mag. Auf den Boden gebe ich zum Beispiel so eine Dolde von dem Dill und auch noch so ein Zweig. Dann ein Lupperblatt, die Glas nicht groß, reicht so eins. Bisschen Pfefferkörner, in meinem Fall so ein Mix. Es ist eigentlich alles prima Daumen. Das bei den Gewürzen ist es nicht so. Und dann natürlich kann man auch ein bisschen Knoblauch dazu geben. Auch Zwiebel kann man dazu geben. Und ich gebe ein Blatt Basilikum noch. So, und dann die Tomaten. Tomaten, wenn die so etwas fester sind, danach sind die auch, die Fleisch ist auch wird fester. Wenn ihr nimmt so ein bisschen überreifen, dann kann man die richtig so auslutschen, werden die richtig weich innen drinnen. Mache ich hier so ein bisschen einstechen. Wir mögen am meisten angelegte Tomaten. Und für angelegte Tomaten habe ich auch mehrere Rezepte. Da könnt ihr schauen in mein Playlist Tomaten. Da findet ihr viele Rezepte dafür. Ne, mir passt das nicht. Ich kann ein bisschen schütteln, dass die vielleicht sich ein bisschen so richtig liegen. Ja, hat das geklappt. Das passt noch sogar einer rein. Perfekt. Und jetzt übergießen wir einfach mit unserer Salzlake. Gut ausgemessen. So, und dann obendrauf müssen wir irgendwas drauf machen, dass die Tomate nicht nach oben schwimmen, dass die unter dem Wasser liegen, Flüssigkeit. Dann können wir es zumachen. Das Gläschen stelle ich aber trotzdem in so eine Schale, weil ich auch dann nicht zu Hause bin und kann nicht nachschauen. Aber es ist auch egal, ob ihr seid zu Hause oder nicht. Am besten was drunter stellen. Weil es kann jetzt passieren, dass es wird gären und im Glas entsteht ein Überdruck. Und wenn es das wird ausgedrückt, Flüssigkeit, dann kann sie in die Schale oder in den Teller gehen und euch nicht in Arbeitsplatte dreckig machen. Deswegen, denke dran, wenn ihr fermentiert Gemüse oder Obst, immer etwas drunter stellen für Sicherheit. Es muss nicht sein, aber es passiert oft. So, das ist jetzt unsere erste Variante, haltbar machen. Und jetzt werden wir noch eine Soße machen. Für die Soße brauchen wir Fleischwolf oder irgendwelche so ein Mixer. Und ich
gebe da Tomaten. Und dann gebe ich auch noch ein bisschen von der Paprika. Dann gebe ich auch noch ein bisschen Basilikum. Die Gewürze kann man nach Geschmack natürlich geben, wie ihr wollt. Dann ein bisschen Knoblauch und Chili. Dann kann man auch noch ein bisschen so Gewürze dazu geben, wie zum Beispiel Paprika, Rosenscharf, schwarze Pfeffer. Und zerkleinern wir das alles. Auch Salz können wir dazu geben. Unbedingt probieren, wie es schmeckt. Lecker. Nur Salz fehlt mir. Deswegen gebe ich noch ein bisschen Salz. Oh, meine Chili ist aber ganz schön scharf. Und jetzt können wir in unsere Formchen das alles abfüllen. Und so sieht dann es aus. Dann können wir es einfrieren. Aber ich mache erstmal noch die Döschen voll, weil es schmeckt sehr, sehr lecker. Geschmack von dieser Soße, es erinnert an den Adjika, diese russische tomatenscharfe Soße. Die kann man auch kochen, aber die kann man auch frisch zubereiten. Und wenn die erste schöne Tomate kommt, meistens haben wir erstmal frisch zubereitet und so genossen. Und dann kann man es im Winter auftauen und wie gesagt, kann man ein paar Tropfen Olivenöl noch einrühren, das gibt noch mehr Geschmack. Ihr könnt ja natürlich dann nach eurem eigenen Geschmack anpassen, auch mit den Kräutern auch was anderes. Das ist nur einfach ein Beispiel. So, das geht jetzt in die Gefrierschranken und wenn die richtig angefroren sind, nehme ich die raus in einen Gefrierbeutel oder in eine Dose und so bewahre ich die dann im Gefrierschrank auf. Die dritte Variante, wie gesagt, das werden wir in Scheiben unserer Tomaten einfrieren. Schneidet die in so eine Dicke, wie gerne ihr das möchtet. So, lege ich jetzt auf so ein Plastikbrettchen und da wird das auch gut abgehen. Und das erste dünne Scheibchen und das letzte, schneide ich in so eine kleinere Würfel und gebe erstmal in eine Schale, Dose oder so und bereite mir erstmal alles voll. So, habe ich jetzt alles geschnitten und das geht jetzt in den Gefrierschrank und wenn die werden richtig angefroren, werden wir die dann in eine Dose oder in ein Gefrierbeutel reinmachen. Aber weil ich schon vorbereitet habe und die sind schon richtig gefroren, kann ich die ruhig in so eine Dose reinmachen wie ein Steinchen. Dicht verschlossen, halten die ganzes Jahr im Gefrierschrank. Und das ist jetzt unsere dritte Variante. Wie kann man Tomate haltbar machen? So, und jetzt noch diese alle Abschnitte. Die kann man natürlich auch in den zerkleinern und Soße machen. Aber ich friere mir auch gerne so eine Würfelchen. Und das ist genau das gleiche Prinzip wie bei den Soßen. In so eine Portionswürfelchen anfrieren ist wirklich sehr praktisch. Wenn hier schon Tomatenwasser, kann man noch nennen, gesammelt, ich nehme die auch mit. Dann halten die Würfelchen besser noch zusammen. Mit den Eiern schmeckt das auch sehr, sehr lecker. So, schneide noch ein
paar Tomaten klein, dass ich die Formchen voll habe. So, die vierte Variante ist auch fertig und stelle es in den Gefrierschrank und so können wir unsere Tomaten frisch aufbewahren. So, und ich habe jetzt mich entschlossen, euch noch fünfte Variante zeigen, diese einfache Variante mit zweimal übergießen, weil ich noch so viel Tomate noch habe. Und das machen wir auch ohne Kräuter, ohne hier viele Gewürze. Wir müssen jetzt die Tomaten waschen, sauber machen und natürlich hier einstechen. Und am besten, wenn ihr nehmt so eine Tomaten, welche so richtig noch schön fest sind, nicht überreich. Und packen wir die da rein. Das Glas habe ich nun heiß abgespült. Die sind alle sauber gewaschen, nur jetzt heiß ausgespült. Sterilisieren gibt es hier keinen Sinn, weil wir legen sowieso die Tomaten, welche nicht sterilisiert sind. Aber was wir können jetzt machen, das ist jetzt schon unsere Wasserkocher stellen zum Wasserkochen. So, das Wasser jetzt aufgekocht, es sprudelt noch. Jetzt geben wir über unsere Tomaten heißes Wasser. Richtig voll. Deckel drauf, nicht unbedingt ganz fest, weil dann zieht er sich so fest ein, dann schwer es aufzumachen. Und lassen wir jetzt unsere Tomaten einfach hier an die Seite stehen. Ungefähr so 20, vielleicht sogar bei so einem großen Glas, könnte bis 30 Minuten dauern. Es muss so lange stehen, bis ihr mit eurer Hände könnt das Glas in die Hand nehmen. Dann heißt es, dass die Tomaten haben sie sich richtig durch erwärmt und die sozusagen Hitze genommen und ihre Kälte weggegeben ins Wasser. Der, so lange muss der stehen. Aber ungefähr so 20, 30 Minuten bei so einem großen Glas wird er schon dauern. Und dann machen wir es weiter. So, nach 30 Minuten können wir schon unser Glas anfassen. Es ist heiß. Aber es kann man in die Hand halten. Es darf man natürlich nicht komplett abkühlen, sonst dann gibt es absolut keinen Sinn zum heiß übergießen. Jetzt müssen wir unsere Flüssigkeit, Wasser, abgießen und ausmessen, wie viel Flüssigkeit ist da wegen Salz und Zucker. Ich mache noch ein bisschen so auf und wiege das Wasser weg. So. Wir haben hier gar nichts außer sozusagen Wasser. Jetzt messe ich meine Flüssigkeit. Wie viel habe ich? So, 500. 1 Liter. 1 Liter und 150 Milliliter Flüssigkeit. Ich gebe euch unten Rezept für 1 Liter Wasser. Dann ist es besser, euch zum Ausrechnen. Stellen wir es auf den Herd zum Aufkochen. Wenn das Wasser aufkocht, gebe ich da 50 Gramm Zucker und 20 Gramm Salz für 1 Liter Wasser und 80 Milliliter Tafelessig in meinem Fall 5% und lasse mein Sud richtig aufkochen. Hier können wir auch schon ein paar Pfefferkörner reinmachen. Ich gebe nur Pfefferkörner, nichts mehr, kein Knoblauch, gar nichts. Das kann man auch reinmachen, wenn ihr möchtet. Aber ich mache jetzt mit diesem Glas nur Pfefferkörner. Die Tomaten, dann schmecken sie sehr, sehr tomatig, richtig nach Tomate, weil kein Gewürz gibt dann anderen Geschmack. Schmecken die sehr, sehr lecker. So, das Wasser jetzt aufgekocht, gebe ich Salz, Zucker. So, und wenn wir sehen, dass unser Zucker und Salz schon aufgelöst, geben wir dann Essig rein und nur kurz aufkochen und dann gleich über die Tomaten drüber geben. So, es fängt schon zu kochen und wenn es sprudelt, kocht, gleich sofort über die Tomaten geben, dass den Essig sich nicht verdampft.
So, und jetzt kennen wir schon, das Sprudel kocht. Wir werden die Tomaten geben. Richtig voll machen, weil wir kochen nicht mehr ein. Schön fest zu machen. Unbedingt so an die Decke, so wie umdrehen machen, dass man richtig zu versichern, dass alles schön dicht ist. Dann können wir es umdrehen, auf eine Unterlage unbedingt lassen. Und ich decke mein Glas richtig schön wohlig zu, dass er schön langsam abkühlt. Und dann brauchen wir auch nicht ankochen und hält über die Jahre. So, liebe Freunde, das war schon jetzt unsere fünfte Methode, wie wir unsere Tomaten haltbar machen können. Und ich hoffe, das wird euch mein Video gefallen und einer oder die andere mal eine Methode mal ausprobiert und mir einen Kommentar schickt und vielleicht auch Daumen hoch. Vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute, eine gute Ernte, eine sehr reiche Vorräte zu machen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, meine Lieben, wir sind jetzt nach Hause gekommen und machen wir jetzt unsere Gläschen auf. Es sind jetzt genau 6 Tage, wie mein Gläschen steht. Eigentlich, ich bin gewöhnt, immer erste 2-3 Tage nur Deckel oben drauf lassen und nicht fest zu machen, bis das Gärprozess fast fertig ist. Diesmal habe ich ein Bügelglas genommen mit dem Gummi. Und Gummi gibt diese Möglichkeit, die Gärgasen trotzdem rausgehen lassen. So, jetzt machen wir das auf und mal schauen, was es mit unseren Tomaten passiert. Schön langsam. Es kann passieren, dass es könnte spritzen. Deswegen macht ihr euch lieber Schüssel drunter. Weil Fermentationsprozess ist noch nicht 100% abgeschlossen. Einfach nur so langsam die Luft rauslassen. So. Schaut, es sprudelt noch. Die Tomaten in diesem Moment haben so einen prickelnden Geschmack. Holen wir jetzt raus. So sehen die aus. Wer mag keine Schale von Tomaten, wie zum Beispiel ich, kann die komischerweise nicht runterschlucken, egal wie es ist, kann man diese gut abschälen. Und ich schneide jetzt einfach eine auf. So sehen die aus. Und im Geschmack so richtig prickeln. Und haben diese typische Fermentationsgeschmack von den Tomaten. Ist aber 6 Tage, war noch nicht genug. Die haben ziemlich leichtere Säure, aber sehr lecker im Geschmack. Als länger wird es stehen, als mehr wird es fermentieren, als saurer wird es. Deswegen müsst ihr euren eigenen Geschmack mal ausprobieren. Ab welchem Moment müsst ihr ihr Glas kalt stellen? Zum Beispiel für mich ist es richtig so perfekt. Ich mag keine richtig sauren Sachen. Deswegen werde ich jetzt mein Gläschen im Kühlschrank stellen und auch noch vielleicht sogar ganze Woche noch drinnen lassen, weil es wird dann ziemlich langsam nachfermentiert. Dann wird es diese Säuregrad immer schön langsam dazu kommen und kann man immer wieder nach ein paar Tagen wieder aufmachen, ein paar Tomaten sich rausnehmen, wie man braucht, wieder zumachen und in den Kühlschrank stellen. Das ist natürlich für die so jeden Tag gebraucht. Wenn ihr das sozusagen halber machen für mehrere Monate wollt, dann würde ich euch wirklich raten, nach so 4-5 Tagen schon kalt stellen. Denkt dran, dass es wird trotzdem sogar im Keller, Kühlkeller, noch ein bisschen nachfermentieren. Und da können die stehen jahrelang, diese Tomaten. So, liebe Freunde,
Unsere Tomaten sind fertig, können wir genießen. Die sind natürlich auch genauso wie konservierte, weicher. Es liegt auch viel an der Sorte von den Tomaten, welche ihr nehmt. Ja? Die, welche viel Saft in sich haben, Tomaten, werden natürlich richtig weicher. Da kann man die richtig ausflutschen. Die, welche so ziemlich feste, fleischige Tomaten, die bleiben auch sehr lange so etwas fest, dass du kannst sie sogar so schneiden. Die Tomate kann man einfach so beim Abendbrot essen. Die kann man auch klein schnippeln und in Tomatensauce geben. Da hat man auch diese gleiche Säure. Die kann man auch in die Suppe reinmachen, in Eintöpfe reinmachen. Wirklich auch sehr vielseitig verwendbar. So, meine Lieben, bei mir ist es heute alles, was geht um fermentierte Tomaten. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Fermentieren. Versuchen Sie mal.